Die Themen heute: Neujahrsempfang in Bayerisch-Schwaben. Wirtschaftsweiser Lars Feld bewertet Entscheidungen der Bundesregierung. Und Breitbandausbau. In ländlichen Regionen gibt es noch viel zu tun. Mindestlohn, Rentenpaket, Energiewende. Der Wirtschaftsweise Lars Feld hat Verständnis für die Zurückhaltung vieler Unternehmer. Denn seiner Ansicht nach bieten die politischen Entscheidungen zu diesen Themen gute Gründe, um nur zaghaft in Deutschland zu investieren. Die Energiewende ist sehr teuer durchgeführt worden, hat in der Vergangenheit zu massiven Steigerungen der Strompreise geführt. Diese Preissteigerung wird dieses Jahr aufgrund der Reform der Bundesregierung im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Das DEEG-Umlage steigt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Reformen der Energiepolitik sind nicht so weitreichend, dass wir ab 2016 mit einer weiteren Stagnation der Strompreise rechnen dürfen. Es wird wohl wieder weiter nach oben gehen. Ich hätte mir hier mehr Mut zu Reformen gewünscht. Beim traditionellen Neujahrsempfang schwäbischer Unternehmer im Augsburger Rathaus wirft der Wirtschaftsweise auch einen Blick auf den Euroraum. Nach wie vor gibt es dort viele Unsicherheiten. Während Irland, Portugal und Spanien sich wieder besser entwickeln, sieht er in Italien und Frankreich wenig Bereitschaft, etwas zu reformieren. Das belastet die exportorientierte bayerische Industrie. Entsprechend gedämpft sind bei den anwesenden Unternehmern die Erwartungen für 2015. Ich vermute, so wie die Rahmenbedingungen sich jetzt darstellen, dass die Wirtschaft sich seitwärts bewegt. Es werden, so Gott will, keine großen Abstürze kommen. Allerdings sind die Impulse nach oben auch äußerst gering. Viel diskutiert wird an diesem Abend auch über die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Was ich den Tarifvertragsparteien ans Herz lege, ist die Berücksichtigung der Lohnkosteneffekte, die durch den Mindestlohn bereits auftreten werden. Die muss man eigentlich von den möglichen Lohnsteigerungen, die dieses Jahr auftreten dürfen, abziehen. Denn alleine durch den Mindestlohn werden wir schon gewaltige Steigerungen haben. Mit Weitsicht und Augenmaß agieren, das erhoffen sich die bayerischen Unternehmer von den Tarifparteien. Denn die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Metall- und Elektroindustrie